Aschermittwoch von Lausitzer Rundschau, Handwerkskammer und IHK ist in Cottbus längst zur schönen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr waren über 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der Einladung gefolgt. In der alten Chemiefabrik amüsierten sie sich bei einem deftigen Grünkohlessen, heißen Tänzen der Raw Diamonds und zünftiger Blasmusik.